Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Tutorials. Also kein Let's Play, aber Minecraft Tutorials halt, ne? Heute zeige ich euch mal eine wunderschöne Farm. Nämlich hier halt eine schöne Weizenfarm, die man einfach, also eine automatisierte Weizenfarm kann man sagen. Das Wasser wird hier runtergespült, spült alle Items ab und lässt sie hier drinnen landen. Das gleiche kann man seit dem Update auf die 1.3.2 auch hiermit machen mit den Neverwarzen, nur muss man die halt dann auf Susan planten und nicht auf Gras. Und hier ist das Prinzip das gleiche, es spült sie ab und lässt sie hier drinnen landen. So, ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt mal einfach anhand der Neverwarzen. Sieht dann ganz so aus. Da sieht man, wie sie alle hochploppen. Dauert ein bisschen, bis sie alle unten sind. Okay, das könnte sich echt noch ein bisschen, das könnte echt noch ein bisschen dauern, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir können ja jetzt schon mal beenden. So, dann hört das Wasser ganz einfach auf, wenn man wieder hier drauf drückt, und es ist vorbei. Jetzt muss ich die ganze Scheiße wieder einsammeln. Also die waren noch nicht mal fertig. Man sieht jetzt schon, was man hier eigentlich aus so einer Farm herausbekommt, wenn man sie ganz gut überlegt gebaut. So, jetzt aber zeige ich euch, wie man so eine baut. Moment, ich muss mal eben hier. So. Zu Anfang haben wir gar nichts. Ich habe die Farm jetzt 8 breit gebaut, also 8 Felder für die ganzen Pflanzen. Ich würde sagen, also man kann bis zu 10-fach. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal eine 10-fache halt dann auch. So, 1, 2, 3, 4, 5. Moment. Das ist zu leise. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Dann muss, darf das Ganze nur 7 lang sein, weil es fließt halt nur 7 weit. 4, 5, 6, 7. Was mache ich denn jetzt gerade? Ach nee, komm. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ich wollte jetzt gerade eine. Eine, ja, halt eine, boah, ich hab grad voll die Blackouts, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das können wir jetzt lassen. So, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kommen hier die ersten Blöcke. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist schon okay. So, das können wir nochmal wegbauen. Braucht keiner. So, dann machen wir das jetzt hier nochmal. So, das sollte erstmal reichen. Obwohl. Ne, komm, machen wir nochmal ein bisschen mehr. Das sind 4. So. Dann machen wir es einfach mal eben so. Und so. Und jetzt können wir das ganz anders machen, denn jetzt brauchen wir unsere Mechanik. So, erstmal so bauen.
Ungefähr so sollte es aussehen. So. Jetzt. Ach, jetzt habe ich totalen Unsinn gebaut. Wir brauchen jetzt die klebrigen Kolben. Ups, springen nicht so oft. Die können nochmal weg. Hier muss einer hin. Und dann werden die halt so aneinandergereiht. Ups. So. Jetzt kann man hier die Teile drauf tun. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Spur dahin. Eigentlich sehr simpel, einfach Redstone, ne? Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt hier das Redstone hinlege, ich weiß gar nicht, kann man das nicht anders machen? Nee, komm, ich mache es einfach jetzt mal so, wie ich es kenne. Ich lege die Spur jetzt einfach außenrum hin. Bei dem ist es genau andersrum, weil da ist ja noch mehr. Dann hat man hier noch mehr Platz und dann kann man das auf die Seite verlegen. Aber weil es jetzt halt so eine kleine Verbindung ist, muss ich jetzt halt so machen. Weil die alle nebeneinander liegen, braucht man einen Repeater. Da, wenn man, ich kann es mal eben zeigen, wenn man es so macht, dann sind die alle mit allem verbunden, aber Moment. Sie fahren sich nicht aus, ist das Problem. Wenn ich das jetzt aber, Alter, diese behinderten Schweine. Gehen wir die auf die Eier. Denk nicht mal dran. So, wenn man es jetzt aber so macht, dann fahren sie sich aus. Ich weiß selber nicht, warum das andersrum nicht geht. Das müsst ihr den Notch fragen. Der hat die Pistons und die Repeater eingefügt. So, jetzt brauchen wir nur eine Verbindung dahin. So. Jetzt müssen wir das alles in den Untergrund verlegen. Also wenn schön aussehen, sollte man es ist in den Untergrund verlegen. La 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 la. So, den Scheiß kann man jetzt hier einfach verlegen. Dann mal wieder einen Repeater einbauen. Weiter verlegen. Repeater einbauen. Ey. Und da den Rest verbinden. So. Jetzt sollte es, wenn wir es richtig gemacht haben, sollten sich die Kolben ausfahren. So wie sie es tun. So, am besten nennt man das so, weil man muss ja noch das Wasser einfügen. Jetzt können wir das Wasser einfügen. Wo ist denn das? Ey, was ist das denn? Oh, das Signal reicht nicht ganz bis nach hinten durch. So, jetzt aber. Muss man halt darauf achten, dass die Signalstärke auch gleich bleibt, ne? Gib mir dieses scheiß Schwein auf die Eier. So, das haben wir gemacht. Jetzt brauchen wir mal eben die Hacke, um das Ganze hier umzukrempeln, damit wir da raus halt. Ah ne, vorher müssen wir noch Wasserwäsche bauen. Machen wir einfach ganz einfach so. Nicht so. So kann man es machen. Dann sieht das halt alles so aus, ne? Dann kann man das. Und dann muss man das einfach weitermachen. So. Und die brauchen natürlich auch noch. So, damit es jetzt auch noch schön aussieht. Einfach abrunden alles.
So, das haben wir. Hier kann das Wasser ganz normal rein. Und wenn man es auch schöner möchte, kann man natürlich hier dann so weitermachen. Ne? Und so wird das halt gebaut. Das haben wir, das haben wir, das muss ich, das, nee. Das muss hier zu. Jetzt muss das Wasser hier verlegt werden. Das kann man sich jetzt. Ah. Das kann man sich jetzt aussuchen, ob es lieber still sein soll oder ob es fließen soll. Ich mag lieber still. Weil fließend macht das so viele Geräusche und das mag ich nicht. So. Da, die Seite ist fertig. So, jetzt haben wir hier unsere Leitung, die muss einfach wieder zugebaut werden. Na, hier kann man sich aussuchen, wie man das macht. Und dann muss man einfach hier wieder Löcher reinbauen. Gegebenermaßen halt wieder verschönern. Hier. Und jetzt einfach das hier schließen. Jetzt geht auch wieder die Sonne weg, weil ich wieder gar nicht mag. So, ich spiele übrigens nicht auf einem Server, ich spiele im Singleplayer, aber halt mit Cheats, wie das Spiel das sagt. So, da haben wir ja. Jetzt können wir einfach hier auch wieder das Wasser einfügen. Achso, ja. So, hier halt noch verkleiden. So, jetzt kommt die Hacke zum Einsatz, indem wir einfach das ganze Feld wieder umkrempeln. Oh, da fehlt Wasser. Hui, was eine Arbeit. Haben wir etwa 1, 2 gebaut oder was ist hier los? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Upsi. Naja. Wie ihr wohl gerade bemerkt, geht Wasser doch nur 8 weit. Deshalb werde ich das jetzt gleich nochmal ein bisschen verändern. Äußerlich. Ihr seht schon hier, da ist nichts zu machen. Da kommt kein Wasser dran, das kann man so viel umkrempeln, wie man will. Ja, okay, da muss man halt, aber nur bei einer 10er Konstruktion halt, da kann man halt hier nur einen Weg reinbauen, ne? Ja, außer hier, da war das Wasser jetzt halt dran, ne? So, und dann gibt's halt wieder die Samen. Wo gibt's die? Wo gibt's die? Die gibt's auch unter Werkstoffe, genau. Einfach hier besamen, ne? Ja, sehr lustig.
Alter. Das ist wieder eine Arbeit. Wir sind nicht mal im LP und trotzdem muss man sich so eine Arbeit machen. Naja. So, wenn man das nun fertig hat und das einigermaßen gewachsen ist, ich mache das jetzt einfach mal nur mit den vorderen rein. So, hier so, ne? La la la. La 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 la. So sieht das dann halt aus, wenn es gewachsen ist, nur halt auf die ganze Seite, also auf die ganze Farm verlegt. Dann macht man einfach den Wasserschalter um. Ach, lol, Moment. Gewissermaßen sollte man vielleicht das hier auch noch verdecken. Damit da halt kein Wasser reinfließt. So, wenn man das nun aufgemacht hat, irgendwie verdeckt, kann man auch mit halben Blöcken machen, wenn man es mag. Ich finde, so sieht es noch besser aus, finde ich. Sieht ja jetzt schon sehr gut aus, die Farm. Zwar nicht so schön wie meine, aber egal. So, einfach einen Schalter umlegen, das Wasser fließt komplett runter. Und nimmt halt alle Objekte mit, ne? So sieht das dann aus, genauso wie da drüben. Kann man auch mit Susan, also mit Neverwarzen machen. So, zu beachten ist halt, wenn das Wasser jetzt mal weg ist, danke, dass halt man das Wasser halt nur 4 Blöcke weit geht. Ich habe vorher gedacht, es würde 5 Blöcke weit gehen, weil ich das mal gelesen habe im Internet, aber scheint doch nicht zu sein. So, bedenkt, dass Wasser, eine Wasserquelle, also hier ein Block, das hier ist jetzt eine Wasserquelle, dass dieser halt wirklich nur, 4 Blöcke weit liefern kann, also 4 Blöcke weit das Wasser durch die Erde transportieren kann. Genauso auf der anderen Seite, dass sie halt maximal 8 Blöcke weit auseinander dürft. So, dann, wenn ihr es natürlich mehr macht, dann geht es nicht mehr, dann müsst ihr entweder hier noch in der Mitte einen Wassergraben machen oder ihr macht so, wie ich es jetzt hier gelöst habe, einfach noch einen Weg rein. Das Problem des Weges ist halt nur, die Items können da drauf liegen bleiben, wie da zum Beispiel. So, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder nützliche Tipps von mir gibt zu den Tutorials. Haut rein, Leute, und tschüss.